Der 18. April 2016 war ein Montag. Im Jansdorfer Ortsteil Leukersdorf wurden da die Glocken aus dem Turm der Kirche gehoben. Das Geläut sollte eine Verbesserung erfahren. Die war nämlich längst überfällig. Am frühen Nachmittag schwebten die ersten beiden Glocken, die mittlere und die kleine, zur Erde. Eine Spezialfirma hatte das Geläut zunächst ausgebaut und musste die Teile mit einem Schrägaufzug sicher nach unten bringen. Eine wackelige und schweißtreibende Angelegenheit. Doch es gelang. Im April vor 5 Jahren ging man davon aus, dass das Geläut vielleicht schon im Oktober des gleichen Jahres wieder zu hören sein könnte. Also noch 2016. Am Ende dauerte es bis zum 11. März 2018, bis die Gesichter der Besucher des Gottesdienstes in der vollbesetzten Leukersdorfer Kirche mit der Sonne um die Wette strahlen konnten. Mit 2 neu gegossenen und 2 restaurierten Glocken, eine aus dem Jahr 1613, die andere von 1618, war das Geläut in die Kirche zurückgekehrt. Die liebevoll geschmückten Glocken wurden im Altarraum platziert. Für die Weihe der Glocken hatten die Leukersdorfer ihren ehemaligen Pfarrer Tobias Hanitsch und seine Familie aus der Landeshauptstadt Dresden eingeladen. Nachdem die Orgelklänge zum Einzug des Kirchenvorstandes verklungen waren, begann die feierliche Amtshandlung der Glockenweihe. Dabei wurden die Glocken angeschlagen. Viele Kirchgänger hörten da den Klang ihrer neuen Glocken zum ersten Mal. Lange hatten sie darauf gewartet.